Peter Stöger sollte den BVB stabilisieren. Und das hat er prompt geschafft. Er reanimierte Dortmund innerhalb von 56 Stunden. Erstmals seit dem 5-Spieltag stand die Null. Der Blitztrainer legt einen Blitzstart hin. Es war der erste BVB-Dreier nach 73 Siegestagen in der Liga. Ein Grund für den 2-0-Sieg gegen Mainz: Der BVB stellte im ersten Stöger-Spiel einen vereinsinternen Saisonrekord auf, was gelaufene Meter betrifft. 120,8 Kilometer legten die Borussen in Mainz zurück. Das liegt deutlich über der durchschnittlichen Laufleistung unter Bosz, da waren es rund 115 Kilometer pro Spiel. Zur Einordnung: Die zweitbeste BVB-Laufleistung der Saison war unter Bosz 120,3 gelaufene Kilometer gegen Werder Bremen, 1:2. Weg mit dem hochriskanten Attacke-Pressing. Pressing la Peter Bosz gab es nur selten zu sehen. Dortmund spielte sehr kontrolliert, hatte 58% der Spielanteile und brachte über 90% der Pässe zum Mitspieler. Weigl spielte wieder auf seiner Lieblingsposition als Passmaschine, 95% Quote, im Zentrum. Bedeutet: mehr Kontrolle übers Spiel, mehr defensive Stabilität, mehr Grundordnung gleich mehr Selbstvertrauen. Peter Stöger wollte auch das Loch hinter der BVB-Abwehr stopfen und dem Gegner dort keinen Raum geben. In Mainz betrug der durchschnittliche Abstand zwischen Torwart Bürki und dem letzten BVB-Verteidiger nur 22,2 Meter. Zum Vergleich: Im letzten Spiel unter Peter Bosz, gegen Bremen, waren es fast 26 Meter, im Schnitt waren es unter Bosz rund 24 Meter und in keinem Spiel weniger als 22,2 Meter. Außerdem stand die Dortmunder Abwehr nicht so hoch wie zuletzt. In Mainz betrug der durchschnittliche Abstand zwischen dem letzten BVB-Verteidiger und der Torauslinie nur 35,2 Meter. Unter Bosz stand der BVB in der Regel viel höher, im Durchschnitt 39 Meter. Peter Stöger erklärte nach dem Sieg: Wir haben jetzt nicht so viel Zeit gehabt, um alles durchzusprechen. Ich habe die Mannschaft jetzt 2 oder 3 Tage kennengelernt. Und dann hatte Stöger noch ein Lob für seinen Vorgänger auf der BVB-Bank: Mein Kollege Peter Bosz muss einen guten Job gemacht haben, weil niemand negativ spricht. Er hat vieles hinterlassen, was richtig gut ist in dieser Mannschaft. Da braucht es halt mal ein Erfolgserlebnis. Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann auf Tuchfühlung mit den BVB-Fans in Mainz. Er steht bei Dortmund auf der Wunschliste. Der Einstand von Dortmunds neuem Trainer Peter Stöger gelingt. 2:0 in Mainz, auf der Tribüne sitzt aber schon der Nachfolger. Ist es ein Zeichen, dass er bald ganz aus Dortmund abfährt? Der Lamborghini von Pierre-Emerick Aubameyang steht zum Verkauf. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Der Stöger BVB hat auch in Mainz noch viel vom gruseligen Bosz BVB gezeigt, ist am Ende aber endlich wieder erfolgreich. Um das Champions-League-Ziel zu erreichen, muss Empathie-Experte Stöger jetzt weiter als Psychologe arbeiten und die entstandene Klickenwirtschaft im Team ausrotten. Denn die steht stellvertretend dafür, dass in letzter Zeit eher Ungleichheit als Einheit herrschte. Da gibt es zum Beispiel die Clique um Topstar Pierre-Emerick Aubameyang, UA mit Repal Guerreiro, sowie das Lager um Kapitän Marcel Schmelzer und Nuri Sahin. Gelingt es Peter Stöger, die Risse im Team zu kitten, könnte die Borussia in der Rückrunde wieder zu einem echten Spitzenteam reifen.